Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2. Heute mal was anderes, und zwar spielen wir gegen Bots. Zum einen, weil ich ein bisschen besser verstehen möchte, wie die Bots funktionieren, wenn da doch mal einer abhaut. Und zweitens können die auch ganz schön herausfordernd sein, je nachdem welchen Rang die haben. Deswegen hauen wir heute rein. Ich beginne mit Unranked und arbeite mich dann so für Stück nach oben, bis ich dann mit dem letzten angekommen bin und guck mal, wie weit ich komme. Ja. Ich habe gehört, auch die Stärksten, die cheaten dann irgendwie so ein bisschen, aber schauen wir uns das einfach dann später mal an. Wir beginnen jetzt erstmal mit Stufe 1, das ist Unranked, und dann geht es weiter nach oben. Ich beginne jetzt hier einfach mal mit Gear, weil ich glaube, das Game wird nicht allzu lange Welcome gehen. to Nova. Das glaube ich nämlich nicht, wenn es Unranked ist. Gucken wir mal. 20 seconds. Okay. Machen wir. Ich starte mal hier mit Right, Sir. einer schönen Gatling Gun. Ja, ich finde, es ist auch wichtig, sich mit den Bots auseinanderzusetzen. Wie gesagt, auch gerade wenn ein Gegner mal abhaut, da muss man schon gucken, Off to work. wie man da mit dem zurechtkommt. Deswegen, ich ping jetzt einfach immer mal so ein bisschen was und guck mal, wie der darauf reagiert. Der hat jetzt hier Chaos genommen. Also ja, eine massive Reichweite. Also kann ich auch hier was hinstellen beispielsweise. Ja, ich probiere es mal so. Mal gucken uns das Ganze mal an. Wir werden jetzt hier auf Welle 3 eine Turtle reinschicken. Das ist ganz klar. Hallo! Ich habe gesagt, du sollst sparen! Okay, ganz so genau hört er doch nicht zu. Aber wir gucken einfach mal, wie das weiter so vorangeht. Wie gesagt, unranked, ich glaube, dann hört er nicht so hundertprozentig auf das, was ich ihm befehle, aber später dann wird er da schon mitmachen. Not enough go. So, können wir eine Schnecke reinballern. Los, schick was. Eine Schnecke, toll. Naja. So, wir können uns den Worker gönnen. Dann sollten wir eigentlich zu 100% durchkommen. Und die haben beide dasselbe gebaut. Beide einen Archer und diesen goldenen Beschützer. Ja, du hast natürlich reingekackt, weil du auch nur natürliche Verteidigung hast. Da geht es schon mal gut ran an den King. Können wir uns noch einen Worker holen? So, schön Schleim mit dazu. Hier können wir ruhig auch noch einen hinpacken. Wobei wir auch splitten können, natürlich. Könnt ihr auch einfach nochmal ein Robo reinhauen. Da können wir trotzdem durchkommen. Gucken wir mal. Wir haben Schleim platziert. Drüben ist noch ein zweiter goldener Beschützer. Ich denke mal, Unranked wird eine schnelle Runde und die anderen könnten dann etwas härter werden. Müssen wir dann mal schauen. Könnt ihr euch zwei Worker holen? Die sind ja noch nicht so gut. Ja, was soll ich hier großartig platzieren?
kann eigentlich jede Runde ein bisschen was reinschicken und dann wird er immer verkacken. Magischen Schaden hat er noch nicht. Deswegen hatte ich ja sowieso keine Chance. Großartig. Ist auch kein magischer Schaden, der wird wahrscheinlich auch verkacken. Aber wir werden sehen. Ich habe ja zum Glück schon so eine Seraphin. Frontline ist schon mal weg. Bazooka hat er hingestellt. Ja, das auch wieder durch. Und wie schon vorausgesehen, hat er hier schon wieder Probleme. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist halt unranked. So ist auf dem Niveau von vielleicht neuen Spielern, die gerade reingekommen sind, die sich das Game neu gekauft haben oder die es einfach mal ausprobieren wollen. So, wir werden sammeln, dann schicken wir auf 7 und dann ist gut. Wir werden auch ein bisschen goldene Beschützer jetzt hinbauen. Einen Baum kann ich noch platzieren. Und dann ist gut. Ah. Ich schicke die einfach trotzdem. Und dann auch noch zwei Schnecken. Man könnte ein bisschen Stich mitschicken. Dann sollten die relativ schnell down sein. Gerade in der nächsten Wave. Kackt gegen zwei Schnecken. Auch wieder zwei durchgelassen, aber nicht so schlimm. Ich hau mal zwei Unholde rein. Hat er nicht mal geschafft. Hat er nicht mal geschafft. Ich längst zwei Worker holen können, aber egal. Ja, wir probieren so ein bisschen aus. Man gegen Bots zu spielen, da kann man auch ein bisschen was dazu lernen. Ich habe schon mal ein Game gemacht, irgendwie mit Bots auf, ich glaube, Großmeister oder so. Da habe ich ganz schön verkackt. Aber die haben dann auch ein bisschen mehr darauf gehört, was ich gesagt habe und was ich geschickt habe. Die haben auch wesentlich mehr Worker. Der ist nur 5. Okay, hat ein bisschen Account-Verteidigung gebaut. Ah, wird es wieder nicht schaffen. Hier bin ich durch, das wird auch durch. Ja, wie gesagt, ist schnell vorbei. Da muss man gerade nicht großartig viel machen. Aber ich denke mal, ich mache so eine Reihe, dass ich halt alles einmal spiele. Und gucke, wie ich zurechtkomme, um mich dann selber irgendwie einstufen zu können, auf welchem Niveau ich spiele. Das macht ja schon Sinn irgendwo. Ich glaube, man kann von den Bots vielleicht noch sogar ein bisschen was lernen, gerade in den größeren Rängen. Also wie man die Sachen platziert oder wann werten die was auf? Schauen wir uns einfach in Ruhe mal an. Aber die Runde wird wohl gleich zu Ende sein. Ohne Elementar dahingestellt. Ja, beides durch. Das war's. Ist heute mal eine kurze Runde, aber war ja klar bei Unranked, dass da nicht viel passiert.
Habe sogar noch einen Steam-Erfolg bekommen. Weil ich gegen die Unranked KI gewonnen habe. Das habe ich bis jetzt noch nie gespielt. Diesmal Bronze. Geht also von unten nach oben. Ich bin zwar versucht, Burg zu nehmen. Aber das Game war so schnell zu Ende beim letzten Mal. Ich nehme einfach Champion. Damit kann man auch nichts falsch machen. Welcome to Nova. So, mal gucken. Ja, ist an sich gar nicht schlecht. Ist an sich gar nicht verkehrt. Wobei... Ja doch, wir nehmen die mal mit. Ich muss mir gerade nicht großartig irgendeine Taktik überlegen, weil das Game sowieso schnell vorbei sein wird. Wir platzieren hier einfach mal so eine Jüngerin. Nö, ich warte mal ab. Guck mal, was drüben gebaut wird. Jetzt habe ich meinen Champion-Buff nicht vergeben, aber egal. Nicht so schlimm. Da steht ein Schwein. Da hat er wohl Auszahlung genommen. Muss ich ja davon ausgehen. Wenn Welle 1 für ein Schwein steht, das ist krass. Ist schon ein krasser Unterschied zwischen Bronze und Unranked. Ihm jetzt großartig was zu schicken, macht keinen Sinn. Ich werte den King auf. Mit dem Schwein ist er am Anfang zu stark. Ja, ich brauche ein bisschen Magenschaden nächste Runde. Da brauche ich dann lieber so Ninja noch hin. Das ist schon krass. Die letzte Runde ging so schnell vorbei, weil die einfach irgendwas hingestellt haben, gefühlt. Jetzt denken sie schon mal ein bisschen nach. Oh, ich gehe ein bisschen weiter auf den King. Wenn er hier weiter Schnecken schickt. Da können wir auch rundherum. Wir können zum Beispiel so einen Baum hinstellen. Der regeneriert dann das Mana schneller. Diese Mana-Bäume, die explodieren. Dann können wir sicherstellen, dass die auch ja volle Energie haben. Das ist gar nicht schlecht. Könnten auf 5 was schicken. Auf 5 wäre nicht schlecht. Pass auf. Wir bauen die so rund auf. Dann können wir da noch einen Jünger hinpacken. Rein theoretisch, wenn wir so weit kommen. Und können denen dann auch mal eine Regeneration geben. Das kriegen wir hin. Ja, okay, da schickt immer noch einfach so. Jede Runde irgendwas rein. Oh, was könnten wir ihn reinschicken? Ja, Blut können wir immer reinschicken. Machen wir. Das schafft es auch so gerade so vielleicht. Ja, mit einem Mini-Schleim. Mein Teammate hat verkackt, aber da bin ich gut genug. So, wir könnten tatsächlich den Baum hier hinpacken. Finde ich gar nicht schlecht.
Das sieht zwar dann am Ende ein bisschen komisch aus, weil ich wahrscheinlich auch nicht so weit komme. Aber das ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn ich hier so die Bäume und dann kann ich hier oben noch ein paar Fernkämpfer hinpacken, die zum Beispiel. Botgames sind auch immer gut, um neue Strategien auszuprobieren. Natürlich dann erst auf den höheren Rängen. Auf den Trägen bringt es jetzt nicht ganz so viel. Haut er das durch? Der kommt durch. Sehr gut. Oh, das ist wirklich gut. Das kann man natürlich einfach noch einen Baum hinbauen, theoretisch. Wir könnten aber auch splitten, indem wir hier noch einen von denen hinbauen. Robin könnte ich noch holen. Will ich aber jetzt erstmal nicht. Ich baue mal noch einen davon hin. Schick lieber mal noch was mit rein, weil nächste Runde ist nicht so sinnvoll. Hat seine Arkane Verteidigung mit der Schleimfrau. Oh, das war wirklich gut. Schwein down und die Masken schaffen es auch nicht. Sehr gut. Er hat nicht ganz so viel durchgelassen. Ist ja schon mal was. Kann eigentlich zwei Worker reinhauen. Ja, die ersten Botgames werden vielleicht nicht ganz so spannend, aber später in den höheren Rängen sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Jetzt hat er aktuell zu viel Arcano-Verteidigung, da werde ich nichts schicken. Könnte auf 9 sammeln. Und ordentlich was reinhauen, dann ist vielleicht schon Schluss. Ja, das block ich alles ab, gar kein Problem. Das sind natürlich gute Waves für ihn jetzt mit seinen Schleimen. Gargoyles waren da. Hat aber noch nichts aufgewertet. Der Dachs ist da. Eigentlich hat er hohe Chancen gehabt zu halten. Na, wer weiß. Hat vielleicht zu wenig gebaut. Habe ich nicht drauf geguckt. So, wir könnten jetzt einfach eine Harpie aufwerten. Und fertig. Normalerweise schicken die mal erst in der letzten Runde, in der letzten Sekunde. Aber jetzt hat er wahrscheinlich das Geld gebraucht, um was hinzuplatzieren. Da machen sie zumindest schon mal mit. Ja, alles entspannt. So, ich schau schon mal ein Packleader rein. Sollte schnell Schluss sein. Die verkacken selbst hier schon fast. Der verkackt noch. Hat er nicht genug Gold, weil ich gesammelt habe. Ja, das kann er niemals blocken. Nie im Leben kann er das blocken. Niemals.
Das ist schon mal der Mana-Baum. Der Baum des Wissens. Ja, so viel werde ich gar nicht brauchen, weil jetzt ist gleich vorbei. Take my spear. Welle 9. Also ich habe schon mal eine Welle länger durchgehalten als die Unranked Bots. Die waren bei der 8 schon down. Und der hält sogar. Oder gerade so nicht. Gerade so nicht. Tja, das ist das Problem mit Masken. Da bleibt immer Mini-Leben übrig. Mein Frontline ist aber auch weg. Es ist sogar noch nicht vorbei. Erstaunlich. So, wir können natürlich Harpien aufwerten. Das ist immer möglich. Ich baue einfach noch ein paar Harpien hin. Weil der Schaden ganz gut ist. Gerade von den Aufgewerteten, die greifen schneller an. Ja, die mit ihren 6%, die kommen da wirklich nicht weit. Vielleicht kriege ich noch eine Schnecke rausgepresst, mal sehen. Ja. Sehr gut. Jetzt kriegt man auch schon mal 100 geschickt, ne? Windfalke. Das schaffen die nicht. Wenn beide down sein. Und Schluss. Hat sogar gehalten. Hoho. Sein Elite-Art schon. Hat einen aufgewertet. Ja, nächster Erfolg. Bronze-KI gewonnen. Bot Beatdown. Mittlerweile in Silber. Geht auch relativ schnell nach oben, weil die Runden nicht so lange dauern. Welcome to Nova. Sakura-Blume ist wieder da. Das heißt, die nehme ich auf jeden Fall. Ja, sieht doch gut aus. Sieht doch sehr gut aus. Zack, zack und Champion. I will be your Champion. So, geht los. Er hat Burg genommen. Okay, Ochse, Dachs, goldener Beschützer. Und die letzten Games waren sehr schnell vorbei. Liegt aber auch daran, dass die KI natürlich schwächer eingestellt ist. Aber umso weiter es nach oben geht, desto härter werden die Runden auch. Ich habe, wie gesagt, schon ein Bot-Game mal gespielt auf irgendwie Großmeister oder sowas. Und da waren die richtig hart. Also da musste ich mich ganz schön anstrengen. Und da habe ich am Ende auch verkackt. Weil bei denen sitzt natürlich jedes Detail und wir müssen da noch großartig nachdenken. Stimmt, der Dachs war da. Da muss ich gar nicht so viel machen. Ich könnte Schnecke reinschicken für ein paar Piepen. Machen das so. Das sollte reichen, um das Ganze abzuwehren. Ich schreibe noch eine Schnecke mit rein. Ja, sehr gut. Da ich öfter diese Pura-Blume habe, werde ich damit auch immer besser. Okay, Schleime.
Ja, der hält es zwar, aber man sieht schon gerade so. Also klar, es war noch ein bisschen Luft da, aber. Passt. Das passt. Wir könnten auf 5 gehen. Mal gucken, wie weit er mitmacht. Aktuell schicken die immer noch einfach so rein, wie man sieht. Ah, den habe ich euch gut platziert. Der kommt genau dann an, wenn es sein muss. Genau wie die Schützin. Da muss ich mich auch mal loben. Aber genau sowas kann man halt ausprobieren, auch in Botgames. So neue Strategien beispielsweise. Wie man was platziert. Die Maske. Einfach Unhold reinschicken. Und gucken, was passiert. Ich kann jetzt sowieso nichts bauen. Ich werde jetzt auch nicht so einen Setzling hinsetzen. Das macht keinen Sinn. Ich mache einfach nichts. Okay, hier drüben ist schon so eine Chloropixie. Relativ weit vorne. Also auch die höheren Bots vom höheren Rang, die setzen auch die Fernkämpfer nach vorne. Also auch wenn man wirklich noch neu dabei ist und nicht so weiß, ja, so die kleinen Feinheiten oder wie man im Spiel weiterkommt, Botgames spielen. Egal, wie ihr verkackt, guckt einfach nach, was die machen und macht das genauso. Jawohl, Unhold hat gereicht. Blocken. Aber hat schon mal die Großen durchgelassen. Das ist ja gut. Extra piepen. Ja, wir können natürlich noch einen neuen platzieren, weil die Aufwertung sehr teuer ist. Ja, okay, es geht eigentlich. Und was haben wir denn für... Ja, nur Quark. Das ist egal. Es ist relativ egal, da muss ich nicht drauf achten, wie ich die platziere irgendwie, weil es keine Aura gibt. Sehr schön. Dax ist down, Schleimfrau wurde aufgewertet, da noch die Maske aufgewertet. Das die nächsten beiden Waves bringen mir nichts. Da muss ich dann erstmal einen King aufwerten. Ganz schön viele Ninjas gebaut. Hat sogar abgewehrt. Die Runde könnte tatsächlich ein bisschen länger gehen. Vielleicht noch einen Blocker reinhauen. Ja. Hör mal und sag. Wir können auch ein bisschen splitten. Das ist immer gut. Jetzt macht er zumindest schon mal mit, wenn ich den King aufwerte. Und er hat auch annähernd so viele Worker wie ich. Er hat jetzt noch eine Stecke reingeschickt, aber egal. Okay, jetzt locker noch einen Worker holen. Ah, das sieht doch sehr gut aus. Blume wird das tanken. Hier muss man schon ein kleines bisschen aufpassen, was man denn schickt. Hätte ich jetzt eine Schnecke reinschicken können oder sowas, dann hätte ich die aufwerten können. Dann wert mal einfach den Sarg auf. Und fertig. Wir könnten auf 9 gehen. 9 ist gut. 9 ist gut, da können die Masken auch nicht so viel. Da schicke ich eine Maul rein.
Ich habe gesagt auf 9! Ah, die Fernkämpfer Rave, ja. Da geht's immer direkt an die Blume ran. Ja. Sollte theoretisch reichen, damit ich durchkomme. Ich könnte verkacken sogar. Holy shit. Der Pro League. Ein kleines Mini-Teil. So, den mit rein. Können wir natürlich Madman platzieren, rein theoretisch. Mache ich auch. Den werde ich nächste Runde dann verstärken. Für die 10. Ich vergesse meistens auch immer, dass der die Fähigkeit hat sogar. Aber daran kann man eigentlich ganz gut denken, wenn man weiß, okay, jetzt kommt eine Aufprall-Wave, dann kann man den härter machen. Oder wenn man davon ausgeht, dass die nächste Runde schicken, dann geht das natürlich auch. Leviathan! Ja, ist kein Problem, da bin ich durch. Kann ich auch noch einen Worker reinholen. Er kommt nicht durch. Aber schickt doch jede Runde. Kleine Kacke. So, wir hauen einfach weiter Echsen rein für die nächste Runde. Es gibt schon mal gut Geld. So, jetzt können wir auf jeden Fall einen von denen aufwerten. Und hier. Und dann sollte das reichen. Die hier, die Scullywags oder die Piraten, die sehe ich auch übelst oft. Die scheinen wohl gerade wirklich in Mode zu sein. Die zockt fast jeder. Und wenn dann auch mit so extra Heal, ja, weil die können dodgen und kriegen dann auch noch ein maximales Leben. Haben die Leute wohl rausgekriegt, dass das einfach fett ist. Gerade mit viel Healing. Ja, Unhold und Echse. Beide durchgekommen. Auch wenn es nur klein ist. Ich würde jetzt trotzdem auf die Wave schon schicken, weil magischen Schaden hat er nicht. Und Stich ist sehr gut. Also für den Leviathan, aber das ist egal. Ich nehme das einfach wegen dem Geld. Und nichts anderem. Das habe ich ihn gar nicht verstärkt für die letzte Runde. Aber egal. Habe ich ja anscheinend auch nicht gebraucht. Noch ein Dino rein. Schnecken kriege ich noch raus. So, eine seltsame Strategie, was der hier macht. Da kriegt man 220 schon mal geschickt. Die Runde weiß ich tatsächlich nicht, ob ich es schaffe, weil die Blume wird halt relativ früh schon angegriffen. Den zweiten Leviathan stehen. Okay, da bin ich durch. Ja, ich schaff's auch ganz gut. Der ist noch weg. Ja, gerade so.
Okay. Das heißt, hier unten geht es schon mal ein bisschen länger. Wir sind jetzt nur auf Silber, aber da sind die schon sehr gut dabei, muss ich sagen. Deswegen werfen wir jetzt hier einfach ein bisschen den King auf. Und hier unten schaffe ich sowieso nichts. ...15 wäre natürlich noch nice. Ja, wahrscheinlich machen. 15 schicken. Okay. Also, da haut einen Haufen Ochsen hin. Moment mal. Hat der 26 Worker? So wie ich? Da habe ich schon wieder 200 geschickt. Eine Blume. Könnte natürlich Stich reinknallen, ne? Ach, warum eigentlich nicht? So, jetzt machen wir ein richtiger Upgrade. Der ist wichtig. Da können wir hier drüben noch einen hinbauen. Weil die wirklich mega fett sind. Er baut weiter seine Ochsen-Frontline auf. Wir schauen mal. Jetzt sind wir wieder bei 120. Das ist aber die Ex-Armee. Das heißt, er hat eigentlich gar nichts geschickt. Ein Worker kann ich mal holen. Aber mehr auch nicht. Weil er vielleicht nächste Runde ganz schön reinhaut. Okay, da sind wir auf jeden Fall durch. Dann können wir auch noch einen holen. Geht's hier drüben aus? Ja, das schafft er nicht, aber ich werde das blocken. Ich habe gute Tanks dabei. Da holen wir noch einen rein. So, wir können natürlich das machen. Und das. Und das? Je nachdem, wie viel er jetzt schickt. So, ich möchte auf die 15 gehen, bitte. Ich habe gesagt, auf die 15, jetzt schickt er alles rein. Keine Worker holen, der sammelt. Das ist zum ersten Mal, dass die auch sammeln. Bei Unreal und Bronze haben die gar nicht gesammelt. Da haben jede Runde einfach Schnecken geschickt. Stichler rein. Okay, ist aber trotzdem gut durchgekommen. Erst noch ein bisschen Frontline reinhauen. Und dann sollte ich auf jeden Fall auch durchkommen. Weil da wird nicht so viel passieren. Ja, wir könnten hier noch einen Sarg hinstellen. Auch wenn die jetzt nicht ganz so fett sind. Helfen die doch ganz gut mit. So, mein Frontline 60 kriege ich noch rein.
Ja, machen wir noch Unhold, so. Sollte reichen. 640. Mehr als ich ihm geschickt habe. Ach du Kacke, okay. Das heißt jetzt auf jeden Fall, bei Gold müsste ich schon ernsthaft spielen. Da dürfen wir nicht so halbherzig an die Sache rangehen. Ich bin schon mal durch. Ja, gut, dass ich die Särge hingestellt habe, aber ich werde es wahrscheinlich nicht halten können. 640 ist schon brutal. Das ist echt brutal. Machst du das schon? Noch nicht. 5% sind noch da. So, wir könnten jetzt ihn aufwerten. Und dann hauen wir ganz viele Worker rein. Auf 18 wäre gut. Magischer Schaden ist nicht vorhanden, zumindest bei mir nicht. Ich könnte aber auch einfach diese Runde noch was schicken. Ja, auch wieder 300. Aber mein Bananenbaum ist gut platziert. Er steht genau vor der Blume. Sehr gut. Okay, das war's. Na gut, ich habe jetzt am Ende auch über 60 Worker. Das hätten die auch nicht aufgeholt. Aber war schon erstaunlich, dieser plötzliche Send auf einmal. Ja, Erfolg für den Silber-KI-Win. Das heißt, nächste Runde geht's Gold. Diesmal Gold. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen mehr anstrengen. Ich nehme die Burg. Welcome to Nova. Oh, Fürst des Todes, sehr gut. Ja, das gefällt mir sehr gut. Was wir gerade hier so haben. Nehmen wir mit. Machen einen Pyro-Start. Ich gucke mal, dass ich es nicht ganz so weit nach vorne stelle. Damit ich noch ein bisschen Platz habe. Los geht's. Diesmal müssen wir uns ein bisschen mehr anstrengen. Weil bei Gold sind die schon ein bisschen härter. Keine Verteidigung. Okay. Deswegen machen wir auch erstmal den Pyro-Start. Was hat er genommen? Kartell. Kartell war, glaube ich, dass man dann mehr im Early Game angreift. Ist natürlich kontrovers zu dem, was ich genommen habe. Ah, es kam nicht mit raus. Kacke. Na egal, wir schicken die Schnecke rein. Damit wir mehr Einkommen generieren können. So, lass mich überlegen. Ich hätte hier gerne den DAX stehen. Dann machen wir das so. Stelle ich da drüben hin. Dann hier ein DAX. Hier nochmal ein Auerochsen. Und dann ist die Tank Frontline schon da. Oder tankt sogar noch mit. Consider it done.
Ah, das wird er nicht halten können. Oh, Meeresdrachen. Den haben wir bis jetzt noch gar nicht gehabt im Bot Beatdown. Also müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Ein Angler. Ich mache das mal so. Ich könnte hier theoretisch noch einen hinsetzen, aber das mache ich erstmal nicht. Ja, wir warten mal ein bisschen ab. Soll ich auf jeden Fall noch halten? Ist das Healing halt stark, ne? Das heißt, auf 6 können wir auf jeden Fall gut schicken. Wir gehen auf 6. Jetzt können wir natürlich hier trotzdem noch welche davor packen. Weil ich die dann zu dem Zeus noch machen kann. So wirklich großartig ist die Frontline noch nicht aufgebaut. Das dauert noch ein bisschen. Da fehlt mir noch so ein bisschen die Kohle. Ja, der Pyro geht aber schon ganz schön weit nach vorne. Hau eine Glut rein und dann entweder noch ein Unhold oder eine Echse. Weiß gar nicht, ob die es noch mitgezählt hat. Jetzt baue ich mal noch einen hin. Ich habe jetzt mal ganz schön viel da stehen. Und wir kriegen 114 raus. Schläge kommen noch mit. Okay, jetzt sammeln sie schon mal. Nächste Runde ist für mich gar nicht so einfach. Okay, Schleim ist down, bevor er volles Mana hatte, das ist ja gut. Oh, Atome. Ich komme auf jeden Fall durch. Das ist schon mal gut. Im besten Fall komme ich auf die 195. Dass ich dann die DAX hinstellen kann. Der wäre extrem wichtig. Ja, DAX. Das ist wirklich wichtig, den brauche ich. Damit ich die magischen Waves abhalten kann. Wie sieht es denn hier drüben aus? Okay, Glowpixie und Ochse Katze, sowas. Hm, ja. 80. Der Vater gesammelt. Wir holen zwei Worker, gut. Wir sollten auf jeden Fall safe sein. Ja. Jetzt können wir natürlich auf die 9 gehen. Abgewehrt. Auf die 9 wäre nicht schlecht. So, holen wir erstmal schon mal den ersten Zeus raus. Der ist dann auch wichtig gegen den
gegen den Boss auf 10. Brauchst du noch was? Nö. Hat wahrscheinlich Stacks in die Katze gequetscht. Vermute ich mal zumindest. Ah, die gehen auf den Pyro. So, was könnten wir hier schicken? Stich ist auf jeden Fall da. Da muss ich nicht großartig was nachdenken. Ich könnte noch einen Drachen reinhauen. Rein theoretisch. Aber das will ich eigentlich nicht. Wir machen die Kanonenschützin und hauen noch einen Robo mit dazu. Robo dann für die. So, der erste Auerochse. Kriege ich noch zusammen, da kann ich noch eine Echse reinhauen. Ich doch schon der zweite, aber so am Rand weiß ich nicht, dass er irgendwie das Potenzial verschwendet, wenn er den dann aufbaut, weil dann hat er hier noch ein bisschen was verloren hat. Zwei Einheiten. Okay, die sammeln wieder für die nächste Wave. Sieht nicht schlecht aus. Ah, zwei Leben nur noch. Ja, ich komme durch, aber auch nur gerade so ein bisschen. Einer und meine Söldner. Kingpin hat er schon aufgewertet. Holy shit. Ich platziere hier mal noch einen. Meine Fresse. Was haben wir denn für Zauber? Riesenschnecken. Riesenschnecken. Immer noch sammeln. Ich baue jetzt den Pyro auf. Hat er Pech, bringt ihm nichts. Ich könnte auch einen Fürst des Todes platzieren. Sind wir auf jeden Fall durch. Bei beiden sehr gut. Fürst des Todes. Ich müsste die dann hier ein bisschen weiter hinter platzieren. Weil ich vorne schon die Reichweite ausgenutzt habe. Weil die würde ich dann so bauen, dass ich dann mit den Jüngern gut zurechtkomme. So, das heißt, hier kommt auf jeden Fall noch was hin. Das heißt, ich baue hier den ersten Fürsten hin. Sie baue ich hin. So. Sieht doch gut aus. Ja, schick jetzt einfach mit. Mit Dino rein. Ist an sich eine gar nicht so schlechte Wave, weil dann er hat nur die als Stichschaden. Oh, 380, holy shit. Alter, der hat mich mega lang aufgehalten, mein Pyro ist down.
Das sieht gar nicht gut aus. Der Typ ist hochgeheilt. Ja, auf jeden Fall kann ich einen Worker holen. Zwei Stück sogar. Ein Voreis hat er geschickt bekommen. Die kriegen auch ganz schön auf die Fresse. Sollten vielleicht den King ein bisschen aufwerten. Aber die Wave könnte ich noch was schicken. Wollen wir die schon aufwerten? Nee, oder? Stell lieber noch eine hin. Ex noch mit rein. 180 Riesenschnecken. Schwein geholt. Okay, der Kingpin ist down. Ja, zwei Stück sogar schon. Okay, ich muss das blocken. Ja, wir sollten die King aufwerten. Gerade weil ich schon nicht weiß, wie gut der Bot. Dann noch verteidigen kann. Wir hatten jetzt einfach den King auf. So. Jetzt können wir hier. Können wir eigentlich so machen. Da haben wir noch ein Pyro stehen. Hol nächste Runde zwei Worker noch mit rein. Bauen den King einfach ein bisschen auf, damit wir... Was ist das? Damit wir überleben. Ja, die Gold-KI ist schon wesentlich stärker als die davor. Einholen. Bauen weiter den King auf. Er ist aber wirklich gut durchgekommen, muss man sagen. Hätte ich mitgeschickt, wäre es noch besser gewesen, aber ich gehe lieber safe und baue den King auf. Mit dem Bot kann ich ja leider nicht reden. So, King ist maximal. DAX aufgewertet. Mehr mach ich nicht. Lass mich überlegen, auf 16 könnten wir tatsächlich auch schicken. Er hat ja. Das ist schon sein Schaden so. Na. Hier ist Stich. 17. Was? Bringt uns 17 was? Hm. 15 macht nicht wirklich Sinn. Macht es keinen Sinn. Also entweder 16 oder 17. Also ist egal.
Dann gehen wir auf 16. Oh, Sache tot. So, magischer Schaden ist an sich erstmal da. Wir holen noch mehr Fürsten. Ich werde den auf Kreuz nicht noch den Bazooka hin, davon habe ich schon genug stehen. Schickt jetzt diese Runde schon. Will ich nicht. Ich will auf 16 schicken. Okay, aber auch wenn wir verkacken sollten und es nicht halten, ist der King gut aufgewertet. Aber ich halte alles. Sehr gut. Alles gehalten. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Stich mitschicken. Mal sehen, was ich noch zusammenkriege. Vielleicht sogar ihn. Centaur wäre wirklich gut. Ja, gut, dass ich den King aufgewertet habe. Den kriege ich auf jeden Fall noch zusammen. So, wir werten dich mal auf. So sieht das doch gut aus. Zentauren mit rein. Jetzt können wir rein theoretisch noch zwei Robos reinschicken für die. Für die. Ja. Hat da vorne den aufgewertet, okay. Dann hat er den Ohr geschickt. Aber hier sind 720 auf dem Plan. Ich glaube nicht, dass er das blocken kann. Niemals. Ist auch durch. Das wird's wohl gewesen sein. Der hat auch ganz schön durchgelassen. Ich kämpfe noch. Ja, das war's. Ja, da muss ich schon mehr leisten bei Gold. Heute wieder mit dem Bot Beatdown. Wir spielen auf Platin. Das heißt, ich gehe als Burg rein. Da müssen wir schon ein bisschen was können. Mal gucken. Ja, gefällt mir an sich ganz gut. Elementare auch nicht schlecht. Wir haben jetzt noch nicht so viel, was das bringt. Aber da kann man ja noch mal rollen. Aber so gefällt es mir an sich super gut. Wir machen den Yuzora-Start. Hat man lange nicht. Hat man tatsächlich lange nicht. Green Devil. Sarg und drüben ist ein Pyro. Ja, man merkt schon, die haben dann immer mehr Ahnung, die sind dann immer besser. Und jetzt auf Platin, da muss ich schon ordentlich spielen. So, da kann ich nicht mir irgendwelche Fehler erlauben. Ich mach das mal so. Upgrade.
Ja, das sagen sie am Anfang natürlich OP. Zack, alle weg. Pyro ist ja genauso stark. Das heißt, auf den ersten Waves wird erstmal nicht großartig was gesendet, sondern erst nur King aufwert und so weiter. Ich baue jetzt eine Seraphin auf. Für die 3. Ja, hier drüben könnte man dann noch ganz gut. Günstige Tanks zumindest hinstellen. Er wertet sogar von alleine auf. Ich habe noch gar nichts geschickt bekommen. Huh. Noch gar nichts. Elementare. Mal gucken, was die Wave kommt, weil er wird jetzt was schicken. Also rein theoretisch kann man immer so den Blut vermuten, aber da ich jetzt nur die leichte Verteidigung habe, wird er ein Unhold oder sowas schicken. Unhold, Echsen. Nö, hat er nicht. Hat Blut geschickt. Ja, ist natürlich ungünstig, dass da drüben mein Elementar schon angegriffen wurde, aber das wäre ich gut ab. Jetzt kann ich 2 Worker aufbauen. Ich werde ihn auf 6 schicken. Auf 6 ist gut. Kriege ich den down, den down, den down. Könnte noch Elemente einpacken. Ganz entspannt. Mache ich. Da muss ich auf jeden Fall schon mehr konzentrieren. So, wir haben Schütze-Aura, dunkles Ritual, Riesenschnecken. Dunkles Ritual ist fett. Da kann man auch mal zurückkommen. Oder sein Lied noch weiter ausbauen. Wenn man schon eine gute Strategie und gute Einheiten stehen hat. So, das steht schon mal. So, wir können natürlich jetzt hier den einmal zum Tank aufwerten. Hier kann ich mal noch einen platzieren. Ja, machen wir so. Sollte klar gehen. Ah, scheiße, ich habe den nicht zum Tank aufgewertet, sondern zur Seraphin. Aber die hält trotzdem gut aus. Pegasus. Angler tot. Ja, könnte ich durchkommen. Aha. Da könnte ich wirklich durchkommen. Es sind noch 3 da. Ja. Oh, die nächsten Waves wären nicht so geil. Da mach ich nix. Außer einen King aufwerten. So, Tsunami rein. Und ein Manaros.
Den können wir auch zum Tank machen, weil er die nächsten beiden Raves nichts bringt. Oder zumindest nicht viel. Oh, Kacke. Zu langsam. Ich baue mal einen Blocker auf. Jetzt nur eine King-Aufwertung gemacht. Ich vermute mal, er hat mehr gesammelt, aber... Oh, ist gut. Gute Arcane Verteidigung ist da. Wir gehen vielleicht auf 9 oder 10. Auf 9 oder 10 wäre gut. Vorzugsweise natürlich auf 10. Müssen wir ihn nochmal aufwerten. Und gehen dann auf die 10. So machen wir es. Der King wird erstmal hochgepusht, weil die, wenn die durchkommen, sonst mich fertig machen. Ich würde für nächste Runde die bei den Tanks belassen, weil Fernkampfschaden reduziert ist. Und gerade für den Großvater brauche ich die sowieso als Tank. Also die Kaulquappenverbesserung. Teufelsfisch heißen die, ne? Ja, Teufelsfisch. Sogar noch Hobos mit reingeschickt. Okay. Crawl. Manaros? Ja. Manaros. Und schick mal auf 10. Der hat dicke Arcane Verteidigung mit Healing. Und ein Madman. Der ist gut dabei. Alter, ein Ogre. Na, das sieht für mich nicht gut aus. Nee. Hier ist auch ein Ogre. Aber gut, dass wir den King aufgewertet haben. Da können wir das abwehren. Lass mich mal schauen. Okay. Das ist nicht so pralle, was der hat. Können wir überall mit. Mit einer Kanonenschütze reinknallen. Oh, wir können auch eine Yasora platzieren. Yes, my lord. Und dann kann man den hier schon bald aufwerten. Zu ihm. Wächter der Meere. Kann ich hier noch eine Königsklaue hinpacken, zum Beispiel. Mehr als eine Schnecke kriege ich jetzt nicht raus. 100. Hobo ist down. Blut ist down. Jetzt hat er den Kingpin schon. Jetzt hat er den Kingpin schon? Der hat doch gar kein Mana gehabt. Der hat ihn doch von Stufe 1 schon aufgewertet. Shit.
Das ist schon gar nicht so leicht. Spinnst du? Nimm da einfach dunkles Ritual. Die Sackratte. So, wir transformieren. Ich mache wahrscheinlich ihn zum Beschützer. Den Pegasus aufwerten. Werten die beiden noch auf. Oh, 120. Mein Split ist aber auch scheiße hier rechts. Krieg nicht mal das tot, oder? Nee. Ja, 60 hat er. Der hat ihn schon Stufe 1 hochgepusht. Ach so, ist schon maximal, okay. Hast du noch ein paar Bocke reingehauen? Mir fehlt so ein bisschen der Damage irgendwie. Ich fordere Millennium hin auf jeden Fall. Und rechts die. Der Split ist auch übelst scheiße. Da muss ich was ändern. Ich kacke jede Runde rein. Auch wenn es nicht viel ist. Er ist auch durch. Wo ich nur aufgewartet habe. So, wir können Sora aufwerten, aber ich will den Millennium. Der ist wichtig. Wir müssen die zu Tanks aufwerten. Sonst wird das nicht. Triple Blut, was soll's? Schon wieder ein Ogre. Er schafft's. Dadurch, dass er jede Runde gesendet hat, hat er natürlich ganz gut Worker am Start. Und ich muss mich hier rumschlagen mit dem, was ich so kriege. Ja, jetzt kriege ich endlich mal ein bisschen Kohle. Macht den King gar nicht aufgewertet. Der hat zwei Regenerationen gerade mal. Ja, wir nehmen. Können wir aufwerten sofort? Ja. Das klingt gut. Das mache ich. Magic Graves. Nicht so wirklich. 16 wäre gut. Wenn wir jetzt einen Long Save kriegen auf 16 und die den King nicht aufwerten, dann ist Schluss.
hundertprozentig. Aber er schickt halt jede Runde irgendwas Billiges rein. Das ist so, als hättest du einen Teammate mit Autosend. Und du selber kackst dann richtig ab. Das ist gut. Das ist auch gut. Fehlt einfach DPS auch, ne? Könnten das so machen. Da haben wir zwar einiges eingebüßt an... Nee, wir machen das so. Dann kann ich die Berserker da noch hinstellen. Einiges eigentlich bist du an kleinen Einheiten. Ich habe jetzt nur größere. Aber das ist trotzdem nicht verkehrt. Damage ist halt fast gar nicht da. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier überlebe. Okay, sehr gut. Ich schicke nichts. Kann ich nächste Runde den Berserker aufbauen? Das war wichtig. Das bedeutet. Auch ganz schön viele davon, ne? Wir machen das. Das und das. Berserker rein. Sofort aufwert. Und dann können wir noch ruhig den Ogre reinknallen. Ja. Können aber auch einen Mimik reinholen. Mit dem Mimik mit rein. Boah, der hat Kraken geschickt. Und können jetzt noch eine Blut dazu packen. Yes, my lord. Ja, mal gucken. 700. Hier ist schon mal down. Ich bin zwar jetzt auch down, aber er ist früher tot. Ja, sehr gut. Auch wenn er das nicht hält, das war's. Weil die greifen schon mal an und die haben keine Aufwertung vom King. Aber das war eng. Das war wirklich eng. Hätten wir das jetzt nicht geschafft. Victory. Jawohl, Platin, KI. Steam-Erfolg. Hätten die das jetzt nicht geschafft, dann wäre vorbei.